Doch, sonst was aus. So, Leute, herzlich willkommen hier zum Ranch Simulator. So. Mit dabei ist der liebe Ending. Schau mal, da haben wir mal die. Ja, nein, die brauchen wir nicht. Achso, den nehmen wir mit. Die brauchen wir zum Anfang. Aber warte, ich probiere es übereinander zu stapeln. Dann fahrst du mit dem, dann fahr ich mit dem Kleinen. Wo gehen wir die Bienen dann hin eigentlich? Das haben wir noch nicht gekauft. Aber wo gehen wir es hin? In den Bauen. Müssen wir einen Verschlag bauen. Für sich. Alter, ich hoffe, ich muss da nichts aufladen mehr, Alter. Ich krieg die Karten kaum rauf. Da war die Hülle oder machen wir es da? Vor dem Holzdings? Warte, ich komm. Vor unserem Lager. Ich glaube vom Lager, oder? Wäre am besten. Wo ist denn das Lager jetzt? Dort, wo es immer schon war. Also das kleine Gebäude, da ist jetzt unser Lager. Oder meinst du das da? Geht das und das daneben wird dann das Lager. Und wo willst du da die Bienen hinbauen? Da. Ah, okay. Oder? Ja. So, da hinten liegt dann übrigens ein Wild dann. Ah, da brauchen wir Zement und Metall auch. Den müssen wir erst kaufen. Na, ich glaube, da haben wir noch genug. Haben wir genug? Ja. Ah ja. Haben wir noch ein bisschen Holz? Was müssen wir jetzt? Aber irgendwas haben wir noch kaufen müssen, was wir... Den Smoker, oder? Smoker, genau. Ich hab gar nicht geschaut, wie viel wir brauchen. Also wenn nicht, dann haben wir dort was. Aber ich glaube, das wird schon reichen, oder? Den Smoky muss man noch kaufen. Dann haben wir da kein Metall hin. Okay, das heißt, wir fahren einmal in die Town runter. Okay, wir fahren mal in den Smoky. Ob wir nicht vielleicht einen kleinen Anhänger mitnehmen sollten? Nein, nein, das wird schon gehen. Okay, ist das Smoky so groß? Und dann schauen wir, wo das ist. Bei der Tankstelle oben war das. Soll ich dabei... Zwischen Tankstelle und Baumarkt. Soll ich dabei rauffahren? Ja. Und warte mal, Baumarkt. Können wir vom Baumarkt aus gehen? Smoker. Ich habe auch keinen Smoker. Au, ja, Bienen-Smoker. Sorry. So wild, du bist verschont. So, das ist Baumarkt irgendwo bei der Welle, aber da müssen wir mit dem Auto durchfahren, oder? Eigentlich. Oder schauen wir mal, wo es ist. Ich sehe einen Bär. Echt? Ja. Ich möchte ihn auch sehen. Wo bist du? Beim Baumarkt. Beim Baumarkt, okay.
Mal schauen, wie ein Bär ausschaut. Lebendig oder tot? Ist mir wurscht. Aber für tot haben wir eh nichts mit. Nein, müssen wir dabei ausladen. Die Bienen oder was? Bam, Alter. Zwei Schuss und weg war er. Ah, das ist schwach. Aber das eigentlich, den könnte man ja dabei dort lassen. Der bleibt ja dabei so. Schon groß. Krass. Den merken wir uns, den können wir dabei da lassen. Warte, wo ist mein Auto jetzt? So. Ist es da irgendwo? Richtung Tankstelle. Wo Tankstelle ist. Nicht ganz die Richtung so. Ah, hab schon. Da. Ich hab das Bild verlassen. Ah, da. Okay. Ich komme aber mit dem ersten Auto. Ja. Aber ich glaube, dass man die. Dass man meine Platten, glaube ich, werden wir gar nicht brauchen, oder? Oh, das ist gestanden. Man muss sie, glaube ich, in die Ringchen. So. Vielleicht fahrt er einen Baum um. So. Das heißt quasi. VP platzieren. Zum Sammeln der Bienen brauchst du ein Rähmchen und einen Smoker. Schalte den Smoker an und beruhige die Wildbienen. Dann kannst du sie mit den Wabenrähmchen einsammeln, indem du. Wir schauen aber nicht zu viel rück aus. Vielleicht dauert es ein bisschen. Schau hin. Ah, jetzt. Schau mal. Ich glaube, ich hab sie. Ah, okay. Sehe ich daher. Okay, das heißt, da ist nur eines, quasi. Da kommen sie irgendwann wieder zurück, dann. Mhm. Müssen wir uns den Baum dann merken. Na gut. Na gut. Upsi. Oh, ich muss danken gehen, sehe ich gerade. Da ist noch eins! Ich sehe dich im Moment gar nicht. Links. Geradeaus. Stückchen rechts. Läuft. Das heißt, das sind eher so kleine Bäume. Passt.
Ach, holst du den Bären ab, oder was? Nein, nein. Nein. Aber das ist jetzt wenigstens eine leimende Spur, jetzt weiß ich, wo ich reinfahren muss. Das reingeben? Ins Rechte. Oder? Aber wieso haben die uns das gestochen? Vielleicht, weil sie nicht beruhigt waren. Ich stell den Smoker da daneben hin. Ja, den werden wir sicher öfters brauchen. Na gut! Kann man das dann wieder rausnehmen? Ja, wenn man mit draußen müssen, oder? Ja. Ich fahre mal Bärenfleisch holen. Ja. Alter, was ist da? Da ist so viel Wild in der Gegend jetzt. So, jetzt haben wir es immer braucht. Ja, wirklich. Noch unbedingt der zweite Melkmaschine, ich sehe schon. Beschissenes Kaninchen brauchen wir noch. Ich gehe das dann gleich verkaufen. It's okay. Alter, so ein fetter Bier bringt auch nicht mehr als 4 Stück Fleisch. Was hast du erwartet? Schon ein bisschen mehr. Noch ein Bär. Da geht da jetzt aber ein Bär ab. Tut man jetzt aber wie einen Bären aufbinden. Ich bin ja bald wieder einkaufen von. Was brauchst du? So Milchpulver, das ist für den Käse. Ich
Und wie viel brauchst du? Weil ich könnte ja dann gleich holen. Ja, kauf. Weil ich bin mit kleinen Anhängen. Ich bin mit kauf Anhängen. Von jedem, weiß nicht. 5 Packer nochmal. Schauen wir mal, ob ich das transportieren kann. So. Wenn ich es dann verkauft habe. Dann werde ich gleich. Wildfleisch ist Multiplikator. So, die Sachen kriege ich aber wahrscheinlich beim Laden und nicht beim Baumarkt. Beim Laden, ne? Was hast du da gesagt? Das Käsepulver brauche ich. Weißschimmel. Ja, und auch das andere. Weißschimmel, Blauschimmel. Kuh steht da. Ja, und blau, glaube ich. Ja, blau habe ich auch nichts mehr. Kannst du mit beiden. Ah, Blauschimmel, ja. Weißschimmel und Blauschimmel, okay. Wie viele von jedem 5 hast du gesagt? Ja. Schauen wir mal, wie das zahlen kann. Das ist die Sau los. Bitte? Das ist die Sau los. Sind sie jetzt laufen wieder? Ja, alle sind laufen. Ich bin jetzt irgendwie rein. Ich hab doch alles zugemacht. Weiß ich nicht, wie die draußen kommen. Vielleicht war die schon draußen, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt reinkriege. Mit der Leine. Ja, aber da stehen so viele beim Eingang, wenn ich da aufmache, rennen vielleicht 4-5 raus. Das ist blöd. Das ist ja voll, das da alles. Ach, geht nicht. Das sind Ufi. Geh da runter mit dir spazieren. Und wohin? Gut, dass da kein Fahrzeugschaden gibt, Alter. Also, was du mit dem machst. Aufhören. Ich will nicht spazieren. Thank you.
So, da ist deine, dein Schimmel, wohin? Da eine, klar. Da. Wo eine? Da, Kuhstall? Und? Upsi! Alter. Gesundheit. Alter. Na, Leiwand. Na, Leiwand. Oh, das macht er kaputt. Fuck. Aber da ist voll die Bude. So nicht. Jetzt ist mir der Kleine entlaufen wieder. Vor der Tür. Sorry. Alter, geh weiter, blöde Sau. So. Das ist ja unteuer. Was so? Mhm. 6.000, 5.000, 4.000. Das ist teuer. $2.350. Was hast du jetzt gekauft? Okay. Ach so. Ist denn da das ganze Holz so abklappen? Na, Alter, irgendwie in meine Zäune rein.
Was denn? Das Holz da abklappen. Ich? Weiß nicht wer. Ich hab das Holz da hingestellt. Im Anhänger. Im Anhänger. Noch im Anhänger? Nö. Das ist komplett drauf. Was sicher ist es da im Anhänger? Achso, nein, Anhänger. LKW meine ich. Ja gut, LKW war deiner. Da ich habe aber nichts ausgeräumt. Das Bagger, falls es rauspackt. Aber komplett total wenn. Gut, ich rate mal eine Runde. Jupp. Schauen wir mal, was es bringt. Alter, bei mir kommt die Pferdesteuerung. Was? Warte mal kurz. Bleiben wir mal stehen? Hörst du was? Ja. Kannst du das pfeifen? Kannst du das holen? Ja, das hab ich gesehen. Und da hast du auch noch Schweine. Ich ja. Oder wie viele Schweine hast du? Das sind die Männchen. Das sind nicht Männchen, da ist eine Schwange. Da ist auch eine Schwange. Okay, dann habe ich es nicht gut getrennt. Das sind die Männchen. Zufällig kam bei der Schwangeren vorbeigelaufen. Stimmt. Wollte nicht schlafen. Die ist nicht schwanger. Da war so ein Schnurzeichen. Mädchen. Die ist schwanger. Die ist schwanger. Die Schwangeren würde ich halt gerne zu dir rüberbringen noch, dass sie dort quasi, dass ich hier sauber anfangen kann, wenn es in Ordnung ist. Ja, mach. Oder brauchst du den Stall? Nein, da war ich nicht. So. Wobei das Verschierzeug habe ich hier dann. So machen. Hitze nicht optimal, aber machen wir so.
Danke, Mia. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Was willst du machen? Ich tue da die Schweine gerade drinnen. Achso. Damit ich den einen Stall und das alles abreißen kann. Die Schwangeren haue ich noch zu dir rüber, derweil. Und dann habe ich da schon eine strikte Männlein-Weiblein-Trennung. Derweil einmal. Home. Da sind noch zwei Schweine. Das ist geil, in der Nacht schlafen sie, da rennen sie gar nicht raus, wenn sie noch nicht aufgeweckt sind. Ja, das stimmt. So, komm, so.
Ich komme gleich wieder. Ja.
So. So. Alter? Wieso geht das nicht? Ich kann die Futterkrippe nicht mit Futter füllen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Da steht 0,0 von 200 und ich kann nicht füllen. Ah, jetzt. Alter, geh rein! Scheiß Sau, wirklich. Scheiß Sau. So, so. Müssen immer alle vorm Eingang umeinander gehen, Alter. Die Weide ist so groß. Oh.
Absicht. Genau deswegen mache ich immer einen anderen Ausgang. Ah, da ist ein anderer Ausgang. So weit sind die schon. Scheiße, Alter. Frühstück, haben eine Mission gefunden. Ah, nice. Okay, das ist doch wirklich Arsch mit den Schweinen einfangen. Dass es in der Nacht machen soll, wenn alle schlafen. Ich hab schon so lange am Dings drauf gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass sie Alter, nicht wahr. Weil du dort keine Rampe gebaut hast, gehen sie nicht runter. Das weiß ich. Okay. Das weiß ich. Du bist da, Karne. Eine Sau gibt's drei und zwei gehen raus. Gehst du dabei in den Kuhstall? Ja, in den Kuhstall gehe ich sicher dann irgendwann heute noch. Alter, du gehst aufs Dach rauf! Muss mehr auch gehen. Die Schweine laufen im Hauptgang dabei umeinander. Okay. Und am Dach. Ist das geil, die gehen aufs Dach rauf. Ich warte wirklich, bis sie schlafen. Und den Raum werde ich hinaufmachen.
muss man dann halt immer gleich zumachen. Lichtquarz auch? Ja, gibt's auch sogar. Ah. Schön hoch wäre das lustig zum Umanado fahren. Das muss ich ja noch wegschaffen. Was denn? Die Fleischersachen. Ich glaube, da gehört ein Teil dann dir schon, gell? Nein, du kannst auch alles haben. Was kommt danach wieder? Gut, ich glaube, mit denen kann ich vier eh nicht auf einmal. Ich würde mein Pferd rauslassen. Okay. Ist nicht okay. Ich habe ein Pferd auslassen. Das war ein Mittelgang. Echt, wie ich dorthin gekommen bin, war gar nichts. Hast du es gefunden? Nein. Pferdi? Pferdi!
Rufen funktioniert nicht, es kommt nicht. Sehen durch da jetzt auch nicht in der Gegend. Ja, ein Pferd auslassen. Ah, das finden wir schon. Raus schon. Ich sage mal, das wird schon wieder auftauchen. Ich hoffe, man kann es nur wieder aufsterben. Dann haben wir ein gutes Fleisch. Wenn wir es finden. Aber es hat auch immer 2500 kostet. Also ich glaube nicht, dass sich das rentiert dann. Nein, da braucht er einmal das Pferd. Für was heißt das braucht? Und zum Reiten. Zum Hin und Her. Ach, mach halt Bullriding. Nee, sorry, aber ich hab wirklich kein Pferd gesehen. Er hat kein Pferd gesehen. Er hat die Tür offen lassen und sagt, er hat kein Pferd gesehen. Mal laden. Vor allem gerade ein Pferd, das kann irgendwo sein. Alter, das war da mit meinem Wagen weg, wo ich das Holz aufladen wollte. Achso, Entschuldigung. Ja, hol ich mal den anderen. Na gut. So, lass uns das aus der Interview, dann nehme ich mit den Anhänger. Ich habe gedacht, es ist nicht so viel, deswegen werde ich einen LKW nicht nehmen. Na leider, so schmeißt das Geld beim Fenster aus. Zuerst der Anhänger, dann das Pferd. Wirklich? Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Ein Saboteur. Haben wir kein Geld mehr? Ja, bald nicht mehr.
gerade noch vor Ladenschluss dort, ha? Ja. Okay, das habe ich bloß überschätzt, wie viel Holz da liegt. Aber wenn wir uns das nächste Mal wieder Schlacht machen, haben wir eh Kohle. Es kommt darauf an, was nächste Mal Schlacht die Schlacht ist. Mehr Blitz, da sieht man mehr. Wisst ihr, aber ich glaube, der rennt sich gerade ein Schlange jetzt. Ein richtiger Bauer ist bei so einem Arschloch wieder draußen. Thank you.
Nicht so wie ein Saftweg. Ein Saftweg. Schon frech. Alter, am Dach ganz oben schlaft doch eine. Das ist ja geil. Und die ist aufgegangen. Mein Pferd ist sicher schon irgendwo verändert. Sorry, aber ich hab wirklich keins können. Also ich hätte auch keins sehen, wenn ich die Tür aufhalten lassen. Ja, das hätte ich ja sehen müssen. Wieso, wenn du bei den Schweinen drin bist und es dann rausgeht? Musst du es denn sehen? Na, das sieht man ja, das ist ja nicht. Ja, aber wenn du bei den Schweinen im Stall bist, dann siehst du ja nicht, ob das Pferd rausgeht. Ja, aber ich muss das sehen, wenn ich reinkomme. Verstehe ich jetzt nicht. Keiner. Du weißt ja, wenn die Schweine anfangen. Und wenn sie da dabei rausgegangen ist. Ach so, meinst du das? Aber beim Reingehen in die Halle hätte ich es ja sehen müssen schon, oder? Ja, außer es war gerade im Stall drin. Da habt ihr den Stall ja offen lassen, dass ihr Futter kriegt. Ah, okay. Den anderen Raum. Alter Sau, da frage ich mich auch, wie bist du da hergekommen? Krass, das krieg ich da nicht weg. Na, dich krieg ich da nicht weg. Gut, das eine weiß ich nicht, wie ich das da runterkriege, oder? Wie das daher kommen ist, Alter. Gut, das ist eine
Also seit sie den Taschenlampen-Mod einbaut haben, ist das echt genial, die Nacht durchzuarbeiten. Haben wir irgendwie auf der Range sowas wie Felder, wo man was anbauen kann? Und? Eduard, irgendwo in die Richtung, wo du bist. Nein, auf unserer Range. Ist das nicht unsere? Unser Bereich noch da hinten? Nein, das funktioniert nicht. Hast du einen Traktor gekauft? Ja, ich habe alles schon letztens gekauft. Dann müssen wir wahrscheinlich eins anziehen, erst. Ja, aber wie und wo? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich auch geglaubt, da wo die Felder sind, dass man da... Dass man das nutzen kann, dachte ich eigentlich. Aber ich fahre jetzt mal zu uns. Wenn nicht, dann haben wir eh ein Problem. Weil es steht, du hast drei Parzellen zur Verfügung und das wäre eine, finde ich, und da beim Baumarkt rechts unten gibt es auch zwei, das wären dann zwei und drei. Okay. So seh ich das, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Fahr mal da runter, ob das doch funktioniert. Das hat im Regen nicht funktioniert, das kann natürlich auch noch nicht gewesen sein. Danke. Was denn? Ich habe übersehen, dass das ein männlicher Schwein ist. Jetzt hat es zugeschlagen schon. Oder doch das. Ist doch gegangen? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auf den anderen. Das sind auch wie drei Felder. Vielleicht ist das gemeint. Aber da stehen halt auch schon so Traktoren. Größere Traktoren, viel größere Traktoren. Okay. Also ist wie ein Bauernhof gerade aufgebaut. Weil wenn müsste das wie... Bei uns hätte ich mal gedacht, sind die Felder, sind die, also dass die nutzbar sind. Nein, das ist auch nichts. Da geht das jetzt auch nicht. Das eine Schwein wird da elendig verenden. Sehe ich jetzt schon. Aber sowas von elendig. Muss man es vielleicht erst anziehen? Oder so? Nochmal, was ist hier? Dass man es erst ansehen muss.
Aber wenn ich nichts grubern kann, wo soll ich dann was ansehen? Stimmt. Oh, die müssen bei uns irgendwas haben. Komm ich mal rüber mit dem ersten? Na, lauernd. Eine halbe Stunde mit dem Scheiß mit euch umeinander geguckt hat. Für umsonst wahrscheinlich. Für umsonst. Voll krass für umsonst, ey, Alter. Ich hoffe, wir haben das nicht verbaut. Was meinst du mit verbaut? Nur diese Felder. Na, ganz hinten sind welche. Also doch bei uns? Ja. Ach so. Warte mal, ich geh mal suchen. Die habe ich schon gesehen. Ach so, na, dann sind sie eh bei uns. Dann sind sie die. Aber ganz hinten. Bei der Rennen. Das war wurscht. Hauptsache, ich hab's jetzt gefunden. Da sind welche, zum Beispiel. Wo ich jetzt bin. Drei, ja, passt. Okay, perfekt. Ah, die hast du nicht gesehen, oder was? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Ah, okay. Ich bin einmal da irgendwo den Berg runtergekommen, deswegen weiß ich, dass es gibt. So, okay. Aber das dritte sehe ich nicht. Eins, zwei, drei, Da drüben. Na, bums, der Nazel. Ja, Bums hat's jetzt gemacht für ein Auto. So, passt auch her. Der Babyschwein, der Babyschwein. Nicht genug Geld. Ich muss schon bald Geld in die Kasse kriegen. $6? Was, $6? Haben wir noch? Ja. Holy shit. Ja. Und ich brauche bald Futter. Gut, ich glaube, da muss ich den Bau verschieben. Na, euer Schlachthaus bei euch. Naja. Da haben wir dann nicht genug Metall wahrscheinlich. Für die Kästen. Kästen haben wir noch drüben, gell? Mhm. So, ich wollte da ja jetzt eigentlich schauen, wie das geht.
Ich nehme das auf jeden Fall mit zum Verkaufen, aber. Ich meine, wie viel brauchst du denn? Da liegt wild. Ein bisschen was. 147, klar. Bei mir liegt noch ein Wild, das ausgeweidet gehört. Das werde ich nicht so bauen. Das habe ich befürchtet, leider. Was denn? Ah, dass das ganze Holz da jetzt im Weg liegt, was da rausglitscht ist. Vorletzte Stunde nur umeinander, ist richtig schon. Na gut, brauchst du jetzt Kohle, weil dann lukrieren wir Kohle. Na, los hab ich noch. So, mein letztes Ding jetzt. Ah, Zache kriegt. So werden wir das machen. Das hat sich ganz schön ordentlich verbraucht. Hat uns das Pferd auch noch in Finanzschwierigkeiten gebracht. Das ist super. Das ist natürlich Arsch jetzt. Was denn? Ja, wegen dem Pferd. Ja, da dachte ich, so hin und her die ganze Zeit, was steht und steigt das, dann verkaufe ich es wieder. Mhm.
da könnte man dann einen Ziegenstall hinbauen. Ja, dann bleiben wir beim ursprünglichen Plan. 1, 2, 3. 5 mal 5. Steuerung mit den Sachen sind auch so unhandlich. Was ist unhandlich? Die Steuerung mit dem mit den Geräten. Das ist ein Ausgang. Oder baue ich das gleich hin?
Es wird schon wieder Nacht. Läuft alles nach Plan? Ja, ich fahre nur hin und her die ganze Zeit. Da kann es nur nach Plan laufen. Was kaufst du gleich alles? Nix, aber ich muss jetzt die ganzen Geräte rüberbringen wieder, die da so unten stehen. Achso, hast du was gesagt? Ja, dann musst du fahren, das ist ja wurscht, einer muss fahren. Aber ja. Brauche ich dich zu mir kurz. Gleich? Ne, jetzt noch nicht. Dass du mich dann nochmal dorthin fasst, dass ich den Mitreicher hole. Mhm. So, nichts Fuß haben gemacht. Das muss ich per Tag sehen. Das sehe ich sonst. Oh, warte mal, Blödsinn. Das ist eingeschaltet noch. Lol, besser. Was sagen, Mann? Ja, ich bin schon drauf, oder? Ich lade noch immer keine Leaks für Freitag. Schleißig. Da lassen sie auf sich warten. Na wirklich.
Man, ich könnte. Nehmer wird wahrscheinlich kommen, schätze ich einmal. Das war so, was so, das Zug fährt an, dieses. Dieser Auserwählten, weil er ja nicht einmal dabei war. Könnte ich mir vorstellen. Sonst wüsste ich ehrlich gesagt gar keinen so. Was ist dann die nächste Trading-Option? Sobald die Leaks nämlich da sind, ja. Und du weißt zum Beispiel, so wie jetzt beim Totti wusstest du, dass Benzema, Modric und Courtois. Ja. Das wusstest du ziemlich früh. Das heißt, die Link-Möglichkeit zu den dreien, beide, alle drei Real Madrid-Spieler sind Real Madrid-Spieler. Das ist die beste Link-Möglichkeit. Dass Das man ist Real ein. Madrid-Spieler verkauft, meinst du? Nein, dass man welche kauft. Zum Beispiel, da habe ich dann in Vasquez investiert. Haben mir 10 Vasquez geholt, mir ist es damals nicht gegangen. Um 50.000 habe ich sie alle dann um 80.000 verkauft. Achso, Weil du natürlich meinst. dann alle Vasquez wollen fürs Team. Du meinst, weil sie jetzt schon Benzema und so haben, dann wollen sie die anderen Müssen sie auch. ihn, ja, müssen sie ihn irgendwie einbauen. Dann müssen sie ihn irgendwie verlinken. Also ich sehe, jetzt ist momentan, jetzt ist Trading, bei Totti ist jetzt so viel Hektik und so viel alles gepusht. Jetzt kannst du nicht den SBC-Footer mehr ballern. Mbappé ist halt ein Risiko. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass da ein 89er oder 88er Team kommt und dann wird das in die Höhe gehen. Dann werden es sicher viele machen, nämlich. Okay. Aber es hat wirklich sehr hohes Risiko. Wenn dann gleich bleibt, bleibt es hängen. Beziehungsweise, wenn dann morgen und übermorgen die Packs rausgeballert werden, dass dann noch einmal der Preis, bam, voll in die Knie zwingt. Morgen sind halt auch wieder zwei so Tage, wo du, also morgen und übermorgen, wo viele Packs raushauen werden jetzt eben. Weil jetzt eben dann Donnerstag kommt eben der 12. Mann, also Haaland kommt hinzu. Und dann am Freitag diese Totti-Nomines eben. Da werden sich ja viele Packs fließen und dann könnte der Markt kurz zusammenbrechen. Und da musst du halt dann auch schauen, ob es da. So, wenn du mich jetzt rüberfahren könntest, wäre super. Ja, gleich. Und wenn du da, was sie dann auch so Fische rausziehst. Achso. Ich bin Traktor. Zum Beispiel von Dijk und Messi, die sind wirklich angerissen, wie es auch vermutet hat. Van Dijk wäre nice. Wäre wirklich nice. Und den hättest du jetzt für 40.000 haben können. Das war wirklich tiefst Preis. Das ist auch schon über 70, glaube ich. Na, ich meine gleich den Totti. Ach so, ja gut, das ist ja wieder was anderes. Man muss halt hoffen, dass er in diesem Pack notfalls, wenn du das Pack nimmst. Gut, wie lange kann man das noch nehmen? Das weiß ich nicht. Du sagst schon. Dankeschön. Bitte sehr. Jetzt geht's. Dachte schon, ich komme nicht weg wieder.
Oder fährst du hin? Was? Oder fahre ich den Umweg? Ich fahre den Umweg. Was zum Beispiel auch beim Training wichtig ist. So wie, okay, du hast es jetzt gemacht mit den seltenen Spielern, ja? Ah, ich fand die falsche Richtung, ja. Aber du hast zum Beispiel nicht gewusst, warum die jetzt hoch sind. Also das hättest du nicht geschrieben, oh Lost. Ich nehme an, dieses Lost hat das gegolten. Ja. Das ist zum Beispiel auch wichtig, dass du den Sinn verstehst, warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Weil dann erkennst du es beim nächsten Mal auch irgendwann von selber, so wie ich das. Das habe ich jetzt nicht von ihnen reden, das habe ich gewusst. Wenn diese Premium-Packs kommen, dann braucht seltene Spieler. Weil, wie es begonnen hat, hat man diese nicht seltene gebraucht. Einmal für irgendwelche Packs. Und da sind die auch so in die Höhe gegangen. Dann habe ich gewusst, wenn das seltene, wenn die in die Höhe gehen. Das heißt, man muss quasi wissen, wenn die SBC rauskommt, was braucht man. Genau. Aber die meisten SBC sind ja, die gab es ja schon mal. Mhm. Außer Spieler. Aber bei Spielern kannst du auch ungefähr wissen. Und wie gesagt, so den ganzen Quatsch, den du im Verein hast, unter, sag ich, 81, ja. Mhm. 82 kannst du auch noch aufheben, weil wenn du 83er Team brauchst, kannst du da auch noch einmal, ja. Das würde ich alles in solche SBC stecken. So 80 plus, 82 plus, weißt du, oder 83 Doppel, mhm. Was da alles immer kommt. Wenn ich es nicht brauche, dann halt, ja. Ich meine, für Dopper dienen gut und schön, dass man immer welche hat, ja. Aber diese SBCs kommen ja eh nicht andauernd. Das hast du alle 2-3 Wochen mal solche. Da ballerst du halt mal alles rein. Dopper den habe ich eben deswegen schon länger nicht mehr gemacht. Aber siehst du, das hast du auch nicht gemacht. Das heißt, du hast das Spiel einfach nur so stehen gehabt im Verein. Alter, wieso kann ich da keine Holzplanken einsetzen? Doppelding ist halt davon eben effizient, weil du Packs kriegst. Für das ist so. Dings. Muss ich da zuerst Türen reinmachen, damit ich das setzen kann? Was denn? Ich kann hier ganz anfangen zum Bauen. So generell jetzt zum Bauen? Zuerst musst du das Fundament machen. Und was machen? Ah, oh, Lost. Danke. Bitte. Aber eben zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 groß habe ich mir jetzt eben vorgenommen. Den 88er groß. Genau. War der so billig oder hast du so viel Kohle gehabt? Wie ich geschrieben habe, unter 29 würde ich kaufen. Ich habe sogar. Ich habe einen für 26, 27, 27, 5, 27, 28. Für solche Käufe ist ja trotzdem mein Geld noch nicht genug. Nee, nicht, aber da. Mal sehen. Das ist das, was ich meine, bevor es herumsteht und du machst gar nichts. Ich meine, das ist ein hohes Risiko. Das würde ich jetzt nicht machen, ja. Jetzt unbedingt. Aber weißt du, man, so würde mein Geld herumstehen, wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann stecke ich halt die Hälfte da rein. Irgendwann kommt groß, ist die. Ist schon einmal bei mir gestanden. Irgendwann kommt er wieder. Glaubst? Ja, muss. Irgendwann kommt wieder eine gute SBC. Also, wenn es nicht MVP ist, dann kommt vielleicht irgendwann eine Icon, wo du 88er brauchst. Und sind dann sowas also halt so ähnliches. Also so wird das fürs Verwenden, ja. Es ist halt blöd, weil er Platz wegnimmt und Geld wegnimmt. Ja. Aber siehst du, ich kann solche, das ist das, wo ich eben gesagt habe, du musst quasi mit sowas anfangen, niedrig. Und dann baust du das U schon hoch. Wenn du den Grundstock erstmal hast. Ich habe eigentlich nur dasselbe gemacht wie du.
von den Transfers her. Nur ich habe halt statt 100 Spieler meistens gleich 400 gekauft jedes Mal. Mhm. Auch heute habe ich gemerkt, das geht nicht mehr. Die. Na jetzt, das ist dann so flippen. Dann müsstest du gleich welche kaufen, 7,57 und gleich wieder verkaufen. Mhm. Dann wird das vielleicht noch gehen, aber das ist halt jetzt schon. Also ist es jetzt immer groß. Vorhin hatte ich 5 groß, ja. Und jetzt habe ich schon 8 und habe noch immer Geld auf der Seite. Deswegen möchte ich dieses Geld eigentlich auch nicht angreifen momentan, auch wenn es irgendwas Günstiges gibt oder so wie Ibra, wo er jetzt gefallen ist. Jetzt hätte ich mal quasi Ibra leisten können. Easy um 400.000. Aber dann brauche ich wieder ein bisschen, bis ich da anrenne. Ja. Und jetzt läuft es halt wirklich schön. Drum, ich möchte eigentlich jetzt durch die Packs, vor allem, dass ich die Millionenmarke knack, dann kann ich auch wirklich mal so eben diese Totti, ja, wie ich dir gerade erzählt habe, mit Real Madrid, ja. Mhm. Hat es jetzt was Quest gegeben, wäre eine gute Option gewesen, oder es hätte Mendy gegeben, ja. Nur Mendy hätte die Karte 480.000 gekostet, eine. Das ist viel. Gut, jetzt hätte ich, jetzt, das wäre ich nie ausgegangen mit dem Budget, was ich hatte, ja. Darum bin ich in die Vasquez gegangen, ja. Aber Mendy ist jetzt bei 700.000. Also du hättest mit einer Karte 250.000 Easy-Gewinn gemacht. Mhm. Natürlich reißen diese Karten dann auch manchmal stärker an, ja, die sind schon eh mehr wert sind. So, jetzt habe ich alles da. Puh, bin ich froh. Dieser Weg. What's up? So, jetzt gehe ich schon kurz schiffen. Dann jawohl. Ich muss um meine Kühe kümmern. Oder eben, wenn wir CSI sehen, dann solche Packs kannst du dann nebenbei mal nehmen. Das sind 75.000, die wir sehen waren. Die tun dann auch nichts für weh. Wenn man das Geld hat, dann, ne? Ja, sag ich ja, wenn du da. Aber ich würde nur eben zeigen, was du quasi damit verursacht hast, dass du nur diese 100.000 für Spiele ausgegeben hast. Dass wir Folgeschäden das quasi ineinander hat. Weil um diese 100.000 hättest du quasi 150 seltene Spieler wiederholen können, die du dann wieder verkauft hättest. Stimmt. Und das dauernd. Dann hättest du schon 200 kaufen können, weil der Gewinn ja natürlich dann auch enorm mehr ist. Pro verkauften Dings. Aber wir kriegen das hin. Ich sag dir nur gleich, es wird nicht alles 100% funktionieren. Also ich bin auch schon mal auf Team of the Week Spieler hängen geblieben oder mit groß, das 2-3 Wochen dann ist das Geld da hängen lassen. Ja, aber so ganz durchblicken tue ich das noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Na gut, das kannst du nicht einmal. Na gut, ich gehe Toilette und dann ja. Reden wir weiter. Da brauche ich einen Holzrahmen, nicht sowas.
So. Aber ich muss sagen, ehrlich sagen, so ganz weiß ich dann auch nicht, was ich tue. Ich meine, ja, das mit den. Warum habe ich kapiert mit den Spielern? Eben weil die SBC rauskommen ist. Ja. Aber zum Beispiel, ich würde dann so nie auf die Idee kommen, jetzt was wäre der nächste Schritt, weißt du? Ich meine, ich wüsste es gar nicht. Na gut, der nächste Schritt, da muss man halt schauen. Es gibt eben verschiedenes Trading. Das, was man jetzt. Das ist dieses Low-Budget-Dings. Das kannst du immer wieder machen, eigentlich. Das könntest du jetzt auch noch machen. Jetzt ist es halt mehr Arbeitsaufwand. Oder wenn es die. Seltenen verkaufen oder, mhm. oder nicht seltenen geht ja auch. Ja. Und seltenen haben diesmal eine höhere Gewinnspanne gehabt. Weil bei den nicht seltenen ist es ja genauso. Da gibt es ja jetzt auch SBCs. Ja. Aber die sind halt nicht so beliebt jetzt natürlich wie die. Aber so den nächsten Schritt, denn ich weiß den nächsten Schritt jetzt auch noch nicht. So. Ah, okay. Du kannst den nächsten Schritt nicht so vorausplanen. Also du weißt halt, was kommt genau an Content und du musst oft beobachten. Dass sie jetzt eben durch die Tortis sind eben viele Preise schon hoch. Ja. Vor der Tortis hätte ich dir genau sagen können, was wir investieren hätten müssen. Okay. Und was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel 83er. Schon wieder einer, der ist ja nur ein 83er. Gell? Wie gesagt, mit seiner 3,5. Der macht jetzt nicht nur das doppelte Profit, weil er zum 900 kauft und jetzt waren sie zwischenzeitlich auf 4.000. Wow. Dann macht er das dreifache Profit. Nur der hat jetzt seine 7 Millionen gemacht, der ist jetzt zufrieden. Gut, aber man darf auch nicht vergessen, die ganzen spielen nicht so in dem Ausmaß, wie wir jetzt spielen. Weißt du, ich meine, so viel Spiele aufheben. Was meinst du? Naja, durch unser Format. Ich glaube nicht, dass die dann, weiß nicht, 20, 30 Mannschaften haben. Ja, das hat halt auch nichts zu tun. Ja, aber dass die viel weniger Spiele aufheben müssen. Die heben gar keine Spiele meistens so. Er kauft sich ja nur 83er. Das ist, der macht das nicht, weil er spielt, sondern weil er traden will. Er spielt schon mit seinem Hauptteam, aber deswegen natürlich hat er ein bisschen weniger, aber es hat ja nichts damit zu tun, wie viele Spieler er jetzt selber im Verein hat. Naja. Damit macht er auch ganz normal die SBC, nicht so wie wir. Ich finde, das hat schon eine Auswirkung, weil wir heben uns ja auch 83er auf für unsere. Ja gut, der hilft schon, aber der hat zum Beispiel, weiß nicht, 83er, mir fällt es gerade an, Leimer, glaube ich, ist einer. Der hat jetzt, weiß nicht, von diesen 4.000 hat er 400 Leimers zum Beispiel. Das hätten wir auch machen können. Das. Oder die kleine Mann. Dings in dem Dreck so. Natürlich haben die können die Anzahl geringer halten. Aber so einen Nachteil sehe ich jetzt nicht dadurch. Klar, bei so Spielerdings ist es halt ein Nachteil. Klar, wenn du jetzt so wie Zidane oder so machst, ja. Dann ist es eventuell ein Nachteil, ja. Weil du eben manche nicht verwenden kannst, die du hast eigentlich. Sonst finde ich, haben wir einfach nur mehr Spieler im Verein halt. Es ist halt verschiedene Systeme, was jeder geht. Hm. Mein Arbeitskollege geht zum Beispiel oder nur in Team of the Week Karten, ja, also in den schwarzen.
Okay. Das redet nur mit dem. Denn so sieht das andere nicht. Das ist so ein System. Verkauft ein und verkauft wieder am Wochenende. So. Alter, wieso kann ich da keinen Holzboden drauf geben? Na gut, wurscht, bleibt es halt leer, bleibt es halt offen da. Aber warum wirklich nicht? Strange. Warum kann ich da nichts einsetzen, Alter? Ich finde sogar, dass es ein bisschen das Gegenteil ist, weil desto mehr, wenn der jetzt zum Beispiel seine 7 Millionen Coins gemacht hat, ja, damit, ja, dann hat der auf jeden Fall mehr von den 7 Millionen Coins, als wir hätten von den 7 Millionen Coins. Weil der steckt das in eine Mannschaft, der kauft sich jetzt zum Beispiel Benzema, Totti und De Bruyne Totti. Das geht sich easy aus. Und dann hat er noch immer 3 Millionen auf der Kante. Wir müssten, was also wir hätten dann quasi für zwei Teams einen Spieler gekauft. Das ist einer der Grund, warum ich diese 75.000 Dings aufgemacht habe, weil ich gewusst habe, ja, dass es sonst preislich natürlich einen Unterschied macht. Ich mache 75.000, kriegt halt eine Leihkarte, kann den jetzt nicht so für mich nutzen jetzt. Aber für die Serie ist es perfekt, da reicht das, weißt du? Ja. Und ich brauche keine 6 Millionen für einen Mbappé sparen irgendwann. Mhm. Und den Gold-Mbappé, wenn ich den irgendwann mal ziehe, kann ich spielen oder kann ich dann auch in ein bisschen so stecken? Man, den werde ich verkaufen, oder? Ich glaube, wenn das so aufgeht, wie es ist, dann bleibt der Schweinestall offen. Oben. Da hängt es eine. Warum? Weil ich das Dach nicht noch drauf machen kann. Das Tor kann ich auch nicht setzen. Boden? Da kann ich helfen. Hinten. Das dahin? Das große Gebäude, was wird gerade. Genau. Schau mal, hab ich das gerade? Und bei dem Tor kann ich auch nichts einsetzen an Holz. Okay. Echt? Bei mir ist nicht gegangen. Danke. Da oben kann ich auch nichts setzen. Ich glaube, weil eine Zwischenwand fehlt. Was soll man? Ich glaube, da fehlt wieder die Wand. Doch, noch? Deswegen, glaube ich, kannst du doch nicht setzen. Ja, weil ein Rahmen, glaube ich, zählt nicht als Wand. Ich glaube, wenn du ein Tor da reinsetzt, dann könnte das als Wand zählen. Aber ich glaube, ohne Wand... Achso, ich wollte es nämlich nicht machen, weil ich es dann wieder aufmache, weißt? Na egal, dann lasse ich das da offen. Ja, du machst. Auf der anderen Seite ist es gegangen, nämlich. Aber ich glaube, aber das ist kleiner, oder? Was?
Der Raum. Ja, das ja. Und du, weiß ich nicht, ob du alles jetzt, aber da hast du auch eine Wand, da hast du ja da die Wand. So, da hast du nur drei breit, da hast du schon 1, 2, 3, 4, 5, also 6 oder so sogar. Okay, dass das zu viel ist. Weil du musst ja rechnen, quasi von der Wand oder von der Wand da hinten. Mhm. Wenn die Rahmen wirklich nicht zählen. Aber sonst sehr schön. Das ist der zweite Schweinestall, da habe ich mir gedacht, das ist der größere, wo die Babys dann sind auch. Ja, aber gefällt mir das mit diesen offenen. Und da kommt dann auch noch sowas her. So eine Scheune. Und da hinten. Sag mal, Minecraft könnte gefallen. Und da hinten? Da habe ich das nur so hingesetzt, dass das gerade ist, dass das ans Gebäude anschließt. Da hinten mache ich dann den Schlachtraum. Mhm. Und möchte aber. Ah, das geht jetzt nicht. Ah, oh ja. Ich mache da einen Zwischendurchgang. Mhm. Wo ich dann die Schweine durchführen kann. Wo ich dann vielleicht da auch noch einen kleinen Gitterbereich mache. Mhm. Dass ich sie zusammensammeln kann einmal. So habe ich mir das gedacht. Schaut jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schön aus, aber. Aber die Idee ist dahinter cool. Da mir gefällt das wirklich mit den offenen vorn. Was ich halt dumm finde, ist, ich schaffe es nicht, den Grad zu setzen. Das wurmt mich ein bisschen, dass das ein bisschen so. Soll, ja, gut, sie sind wirklich. So. Soll es nicht. Ja, Bautechnik müssen sie eh noch ein bisschen ändern, finde ich. Also, Zäune sind wirklich schwer. Weil das kannst du nicht gerade setzen, teilweise. Aber ich dachte eben. Du siehst es nicht so gut, finde ich. Ja. Und ich dachte eben, dass sie drinnen ihr Futter und alles haben und da können sie raus. Ja, da gefällt mir. Aber ich brauche da urviel Holz, bin ich drauf gekommen. Jetzt habe ich unterschätzt. Ja, gut, wir haben ja eh noch. Ja, wie gesagt, Minecraft. Jetzt bin ich, glaube ich, so weit, dass ich das mal ausprobiere. Jetzt bin ich so weit. So alt habe ich werden müssen. Klingt so schlimm. Ja, wirklich, ich habe das immer, ich weiß nicht wieso, auch immer abgelehnt, aber. Minecraft ist ein Spiel, wenn du magst es oder du magst es nicht, glaube ich. Gut, ich glaube, ich habe auch unterschätzt, was man da alles machen kann. Weißt du, ich meine? Ja, wenn wir damit anfangen, dann kommen wir nicht mehr. Dann springen wir nur mal Minecraft. Damit brauchen wir nichts anderes mehr. Das ist nicht, es ist ja nicht nur eben das Grundspiel. Es gibt zu viele Modpacks eben durch das schon. Zum Beispiel eins meiner Lieblings-Modpacks, wo wir gespielt haben, war. Feed the Beast, Infinity Light. Also das fand ich wirklich krass. Das war so mit Technik und Magic und so. Aha. Also konntest du dann Solarzellen bauen und mit dem Strom konntest du dann Maschinen betreiben. Aber was mir am meisten Spaß gemacht hat, und das haben wir zweimal gespielt, war Skyblock Infinity. Pff, schlag mich tot, das ist krass. Ich würde dann wieder deine Hilfe kurz brauchen. Ich komme, gell? Danke. Ich komme nicht gleich. Ich kann das nicht zumachen wieder. Da fangst du quasi auf eine, also du bist in der Luft, im Himmel, und fangst auf einen 3x3 Block an mit einem Baum. Ja? Okay. Und durch den Baum, durch das Holz, machst du einen Komposter zum Beispiel. In den Komposter gibst du dann immer Blätter und die Blätter werden zur Erde. So kannst du dich weiterbauen. Ja? Und dann kannst du mit Erde das machen, was dann so kaufst, dass du dich durch, bis du immer mehr Sachen kriegst. Hinten auf der anderen Seite. Bitte. Dann kann ich das Dach und das Tor nicht einsetzen. Bitte, danke. Das Dach kann wieder daran liegen, an Dings. Aber so, dass eine Lücke ist das nur. Ja, aber das kann wieder an der Breite liegen, eventuell. Und ich glaube, bei den Türen, du drückst immer auf die Tür. Das Holz einsetzen.
So, da kann, darf ich da nicht in der Mitte? Man muss jetzt erst den Rahmen bauen. Ja, den Rahmen habe ich ja gebaut. Nein, der Rahmen ist auch noch nicht gebaut. Guckst du. Kommst du ja. Ich zeig dir das. Aber ich glaube, das Dach geht wieder nicht wegen der Zwischenwand. Das hatte ich auch das Problem da drüben, wie ich das Lager gebaut habe. Da hast du Rand. Ah, Du und ich habe nichts Rahmen hast reingebaut. die Miete gemacht. Oh, hier ist Rahmen drinnen. Aber du musst erst den Rahmen bauen mit Holz. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Zum Beispiel, zack, jetzt ist der Rahmen gebaut. Wenn du jetzt das Tor reinsetzt, kannst du das Tor bauen. Aber diese Mixkette. Ich nur probieren, was will. Ob dieses Problem wirklich liegt. Es liegt tatsächlich an einer Wand. Okay. Kommen wir wieder. Yep. So. Ja, aber auch das normale Minecraft ist total krass, finde ich. Von der Entwicklung her auch. Viel getan wahrscheinlich. Boah, wofür? Die letzten zwei Updates bin ich so voll gar nicht drinnen, also für mich wird das, wenn wir sie auch starten, dann ranfuchsen. Jetzt viel neue, es gibt einen neuen Boss und so. Das heißt, das ist quasi nicht nur Born, quasi. Nein, also das ist wirklich so ein Vorurteil, dass es nur bauen ist. Natürlich
wie das viele für Bauen nutzt, weil man nämlich vielleicht gute Sachen bauen kann und ich baue auch gerne in Minecraft. Aber das ist so wie jetzt in Rain Simulator. Du könntest einfach eine Scheune hinbauen, ja? Aber du baust dann doch lieber was Schönes, weißt du, Mann? Du könntest alles draußen stehen lassen, theoretisch. Du brauchst nur einen Zaun herum und fertig. Aber ja, so zum Beispiel so wie jetzt hier, du hast glaube ich auch Schweine, Schafe, Kühe, Hühner. Was gibt's noch? Kaninchen. Ah, okay. Hunde. Katzen. Pferde, Esel. Lamas. Also die weiß ich, die kannst du auf jeden Fall vermehren. Und dann gibt es aber noch Eisbären, Tintenfisch, sämtliche Fische, Schildkröten, Delfin, Panda, Fuchs, Ozelot, Axolotl, keine Ahnung, wie das heißt. Ziegen gibt's. Die glaube ich kannst du auch vermehren. Schafe nicht? Oh ja, Schafe habe ich, glaube ich, habe ich nicht aufgezählt. Aber Schafe auch, ja. Und die brauchen zum Beispiel auch dann was, zum Beispiel. Kühe, Schafe brauchen Weizen. Ja. Du gehst mit Weizen hin, gibst zwei Kühen am Weizen und sie vermehren sich. Dann dauert das ein bisschen und dann kannst du das nochmal machen. Also es ist halt nicht realistisch, so wie da, dass sie schwanger wird und so. Nein, dann kommt das Zuck, da geht's Zuck und das kleine Baby ist da. Ah ja. Dann geben was die Kühe geben Milch. Die kannst du auch verwenden. Fleisch geben sie natürlich, Leder geben sie. Leder ist so das Wertvollere von den Kühen, was du brauchst. Schafe geben Wolle, auch Fleisch. Und für was brauchst du das alles da dann? Aus verschiedenen Wolle zum Bauen. Leder brauchst du für Bücher dann, die du wieder verzaubern kannst. Manche Sachen brauchst du dann für so Hasenpfote und sowas, brauchst du dann wieder für Tränke. Es gibt halt so Verzauberungen, dass du doch bessere Schwerter hast, bessere Rüstung. Es gibt auch zum Beispiel Bienen, gibt's auch. Ah, okay. Kannst du auch vermehren. Jedes Tier hat halt so seine eigenen Dinge, die du ihm geben musst. Zum Beispiel eben bei cooles Weizen, bei Schaf auch. Bei Hühnern ist es Samen, also Weizensamen, ich glaube alle Art von Samen. Okay. Und bei Schweinen sind es dann zum Beispiel Karotten. Aber du musst das am meisten erst finden. Und dann sind wir gleich wieder beim zweiten Thema. Also du musst viel erkunden. Da gibt es das eh auch so Dörfer und verschiedene Biome, wo du Sachen kriegst. Ah, okay. Und zwischendurch gibt es halt Zombies. Wo ich jetzt ein bisschen ratlos bin, wie groß soll ich den Schlachtraum machen? Schwer zu sagen.
Ich glaube, da gehen wir umschauen, wie groß der ist, weil den möchte ich auf jeden Fall ein bisschen größer machen. Und du hast eben zum Beispiel so die normale Welt, die ins Unendliche geht. Also es gibt keine Grenze auf der Spielwelt. Sie generiert sich immer wieder neu. Okay. Das heißt, du kannst 50.000 Blöcke, ich glaube, der längste ist gegangen, bis es wirklich mal ein Ende gab, wo der Rechner dann nämlich aufgab. Der ist, ich glaube, 300 irgendwas Tage in eine Richtung gelaufen. Steppert. Was ist Ingame-Tage? Nein, echte Tage. Der gestreamt das. Der ist nur, das war so ein Stream, der ist nur gelaufen in eine Richtung. Krasser Shit. Weiß nicht, wie viele Milliarden Blöcke er da zurückgelegt hat, aber es war die weiteste Strecke. Und dann hast du das Nether, das ist so wie die Hölle, kann man sagen. Das ist alles mit Feuer, Flammen. Okay. Und dort gibt es dann auch wieder Gegner. Aber dort ist halt, es gibt auch wieder verschiedene Erze, wieder andere Erze. Zum Beispiel Netherwild heißt das, das ist so das Stärkste, was es gibt momentan. Und die besten Sachen machen, das ist aber auch am seltensten zu finden. Und dann gibt es das Ende. Das ist eine Welt im Nichts, sozusagen. Da musst du erst das Portal finden. Ein Netherportal kannst du easy bauen, überall wo du willst. Aber ein Endportal, das gibt es zwar öfters, aber du musst es finden und es kann sein, dass das nächste dann auch 7.000, 8.000 Blöcke weit weg ist. Da gibt es dann Endermans, das ist eine ziemlich starke Kreatur für das am Anfang, sage ich jetzt einmal, den man nicht anschauen darf. Schaust du ihn an, greift er dich an. Okay. Und dann bist du meistens tot, also du hast am Anfang keine Chance, wenn du nicht zufällig entkommst, weil er teleportiert sich. Also es gibt zing, zing, zing. Dann bist du was tot. Und im Ende gibt es dann den Enderdrachen. Wenn man den Enderdrachen besiegt, ist so quasi das Ende vom Spiel. Aber da gibt es wirklich so einen Credits-Durchlauf. Das ist quasi das Minecraft durchgespielt. Tch, krass. Aber kannst du natürlich dann nochmal spielen und irgendwann kommt, da gibt es spawnt ein Ei und irgendwann kommt es ein Drache wieder. Okay. Weil er gibt richtig viele XP-Punkte und er gibt eine Lydrium. Ein Lydrium sind so wie Flügel. Da kannst du dann später, wenn du Raketen craftest, dich so quasi durch die Welt schießen und die fliegen. So. Und dann gibt es eben Dorfbewohner in Dörfern. Die kannst, mit denen kannst du handeln. Dann kriegst du Smaragde, von denen kriegst du auch was. Die kannst du aber auch züchten. Also kannst du quasi eine eigene Stadt aufbauen mit denen. Okay. Auch zum Beispiel sehr wichtig, dass du immer welche hast, weil da gibt es wieder die Verzauberungsdinger, da kriegst du wieder besser Tränke. Also sagt das, es ist auch sehr komplex ineinander. Muss man so nehmen. Es gibt halt auch zum Beispiel verschiedenste Farmen dadurch. Zombie-Farmen, Gold-Farmen, Eisen-Farmen. Die du quasi automatisieren kannst. Okay. Also es geht wirklich nicht um Bauen. Also wenn du sagst, du magst Minecraft nicht wegen Bauen, dann glaube ich, du brauchst nicht bauen. Also du musst dieses Spiel jetzt nicht können, wenn du bauen kannst, was du meinst. Mhm. Wenn das für dich das Bauen keinen Wert hat, dann hat es einfach keinen Wert für dich, weil ich finde, dass es 1000 Millionen andere Sachen machen gibt. Übrigens, wir haben auch mal zum Beispiel schon eine Welt gespielt auf Hardcore. Hardcore ist so, du hast ein Leben. Bist du tot, ist die Welt für dich vorbei. Okay, krass. Aber wir haben das so gespielt mit Basis. Natürlich war das dann irgendwann, waren wir ein eingespieltes Dings, aber da ist halt jeder Fehler kann bestraft werden. Ne? Jeder Sprung ins irgendwo hin. Aber da spielst du dann natürlich vorsichtiger. Aber irgendwann haben wir gesagt, wir sind Nomaden. Okay. Also wirklich nur umhergezogen. Also wir haben uns keine Basis gebaut,
So, wir haben immer nur die wichtigsten Sachen, wir wollten so durchspielen, immer nur die wichtigsten Sachen mitgenommen und sind von Ort zu Ort gegangen. Also haben uns immer Nacht irgendwo eine Höhle gesucht oder irgendwas Kleines gebaut. Aber das war halt interessant, weil wir immer nur die wichtigsten Gegenstände mitnehmen durften. Ja. Und irgendwann ist jeder voll gewesen und das war lustig. Aber ich meine, da hättest du das Spiel auch durchspielen können, auch wenn du jetzt mehr Leben gehabt hättest, aber das heißt, da kann man nicht urviel machen. Ja, das gibt so viele Möglichkeiten, glaube ich. Das ist eigentlich schon. Du kannst erkunden, du kannst Viehzucht nebenbei machen, Ackerbau. Das ist halt alles also so relativ flottig. Das ist nicht so jetzt da so ewig züchten und so. Das geht schon relativ nebenbei, ja. Dann hast du die ganzen Verzauberungen, wo du leveln musst, du hast die Zombies in der Nacht. Das Nether, wo du grinden kannst, das Ende, wo du ab und zu hingehst. Du kannst so erkunden gehen, du kannst Dorfbewohner. Es gibt so viele Sachen. Es gibt auch jetzt welche, die weiß ich gar nicht, wie die heißen. Die waren ziemlich neu damals, wie ich das letzte Mal gespielt habe. Die haben dann eine Basis manchmal angegriffen. Okay. Also öfters du mit Dorfbewohnern gehandelt hast, umso aggressiver sind dir die gegenüber geworden dann. Was mir zum Beispiel auch am Minecraft jetzt so sehr gefallen hat, ist, dass jedes Update hat so ein ein bestimmtes Thema. Aha. Ich weiß jetzt nicht, was die 220. Die 220 wird dann die nächste Version sein. Da weiß ich nur, dass es da Kamele geben wird. Oder Dromedare oder so. Aber ich weiß jetzt nicht, um was es genau geht. Wahrscheinlich um Wüste oder irgendwas, wenn da Dings kommen. Nehme ich jetzt mal an. Aber ich weiß es nicht. Aber 19 war zum Beispiel früher hat es eine Grenze gegeben nach unten. Das waren, glaube ich, 80 Blöcke nach unten und jetzt gibt es aber weit runter. Jetzt gibt es also richtige Gräben unter der Erde. Also du kannst jetzt U-Tief buddeln und Sumpf, glaube ich, war so Sumpf und diese Höhlen. Das war so Dings. Berge und so waren dann irgendwann nochmal. Also die 16er war ein komplettes neues Nether mit neuen Kreaturen, eben neuen Bossen. Oh, 15 war ich jetzt nicht. 14 war dann, glaube ich. Da wurde dann auch Dörfer, Pandas und andere so Sachen. 13 war das letzte, wo ich richtig intensiv gespielt habe. Das war das Ozean-Update. Okay. Also, da gab es dann so richtige Tempel im Wasser, wo du quasi auch erst Rüstung und so haben musstest, dass du sozusagen Atmungsrüstung und so, dass du länger atmen kannst oder was und solche Sachen. Da gibt es Schiffswrack, es gibt zwischendurch so kleine Tempel, die sind aber meistens mit Fallen so gebaut. Es gibt so einen Dunkelwald, heißt das, da gibt es dann Waldanwesen, das sind Riesengebäude, das ist wie so ein Palast mitten im Wald und da sind auch meistens Sachen drin. Also es gibt wirklich auch viel zum Erkunden so. Kannst fischen. Okay. Also es gibt wirklich Ufi. Ich könnte da jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber das ist dann nur Zumüll mit irgendwelchen Sachen.
wie viele Schweine da schon drin sind. Sind viele, gell? Bis zur Das sollte ich nur, wenn man das Futter nicht mehr leisten kann. Die werden wir eh dann bald. Schaut das Futter technisch aus. Was geht? Das habe ich heute nämlich schon zweimal angefüllt. Das ist so viel. Okay. Komplett durch. Die hast schon eine Nummer zu gessen. Bitte? Ich hab mir gedacht, Alter, wann die endlich kalt kriegt, aber die hat sie schon. Das hab ich noch nicht gesehen. Das ist ganz wichtig, die Futtertröge fehlen ja da auch noch. Ich bin gespannt. Auf was bist du gespannt? Soll ich das nicht? Man kann das schon ernten. Okay. Ich meine, ich habe nicht das ganze Feld anbauen können, das habe ich dir vergessen zu sagen. Mhm. Weil das vom Samen sich nicht ausgegangen ist. Und ein Samen kostet 150. Aber nein, ist ja noch nicht. Das ist es schon. Da bin ich gespannt, ob sich das mir ausgeht mit Holz. Fertig geplant habe ich jetzt einmal. Ja, so ein bisschen so kreativ probieren und so bauen, das tue ich eh gerne. Das gelingt zwar nicht immer alles, so wie ich es mir denke, aber... Ja, das kannst du in Minecraft natürlich auch. Das mache ich halt auch eben gerne. Das ist ja auch so, die ganze Survival-Spiele baue ich gern. Ja, das habe ich bis Minecraft jetzt immer unterschätzt. Weil ich mir gedacht habe, das kann ich nicht planen, da bin ich nicht gut dafür oder so. Ja, das habe ich auch immer in Minecraft gedacht, das du entwickelst dich da. Ich habe auch am Anfang Häuser gebaut oder Sachen gebaut. Weil ich habe ja quasi auf der Xbox habe ich ja noch die ganzen alten Welten, wie ich begonnen habe, quasi so. Okay. Damals mit Flo und mich, also quasi wie ich 13, 14 nicht mit Minecraft begonnen habe.
Also wir haben eine riesen Welt gehabt, sondern wir haben so richtig Stadt gespielt, aus dem da waren ja dann 60, 70 Leute online immer. Bist deppert. Mit Kohle und sowas, und der einen Job hatte und eine Firma und so, ja. Da braucht es sicher auch einen Server. Ja, da haben wir einen Server gehabt, aber da hat jeder was zu seinem Beitrag zahlt. Und die Microsoft-Server sind nicht so teuer. Ich habe bis jetzt noch einen, den habe ich jetzt schon so lang. Und auf dem Server werden wir auch wahrscheinlich dann spielen. Mhm. Und man kann sich ein bisschen weg quasi teleportieren von dem Ort, wo wir sind. Oder ich kann schauen, ob ich diesen Spielstand da reinkriege. Dann geht das auch natürlich am selben Server, aber die sind nicht so teuer. Ja, du weißt ja, an dem soll es nicht liegen. Und zufällig voriges Jahr haben die Kinder eben auf der Xbox gespielt. Mhm. Sie gehen halt, weißt du, die Welten durch und da gibt es ja so. Ich habe ja auch alle DLCs gehabt und da gibt es was, die so. Was hat es gegeben? Star Wars oder sowas, ja. DLC und so. Und das halt ein Raumschiff bauen und so und die haben das alles erkundet. Und dann habe ich erstmal diese Welt gesehen und Sachen, die ich gebaut habe. Ist der bereit, ein Raumschiff bauen, ist auch eine Herausforderung. Gebäude ist, geht leichter, sage ich mal. Ja, aber sie, das ist noch sehr schade. Ich finde, das wäre noch so in Minecraft so dieses Dings, weil es gibt ja quasi Strom, gibt es ja. Aha. Ja, also das heißt Redstone, mit denen kannst du eben so Aufzüge bauen, automatische Schaltungen bauen, so automatische Sortieranlage für dein Lager bauen. Ja. Oh. Aber es gibt eben nichts, wo du sagen kannst, zum Beispiel, du könntest was bauen, was fliegt zum Beispiel. So, jetzt schauen wir gerade nach, weil ich habe jetzt zufällig das letzte Mal die Laufzeit. 365 Tage 46 Euro. Also ein Jahr 46 Euro. Das ist aber sehr human. Ich sage, das ist also. Wenn ich da Wenn ich da vier Jahre schon denk an. Ja, das ist ja, weil du eben so viele Slots brauchst oder auch. Ich meine, Minecraft ist generell einer der billigen Server. Ja, aber Valheim ist heftig, finde ich. Und das ist eigentlich auch 1,19 ist so Durchschnittspreis, ich glaube. Oder na, ich glaube Landeschef kostet ein bisschen mehr. Der kostet 1,40 oder so. Aber Valheim ist eben so teuer, eben wegen den Slots. Aber wegen welchen Slots? Na, dass du quasi ab 10 Spieler, dass der Server erst funktioniert. Ach so. Du brauchst quasi 10, weil du kannst ja einstellen, 4, 6, 7. Ah, das heißt, das Spielen. Stimmt, ich glaube, ich habe gelesen, dass man damit mit oder gegen andere Spieler spielt. Im Normalfall ja, ist das so ein Spiel. Achso, das kann man auch ausschalten, oder was? Naja, wir sind ja nur wir am Server. Stimmt. Aber. Okay, da muss es dann auch NPC-Gegner geben. Ja, es gibt so Monster und sowas. Okay. Aber eben, du musst quasi mit 10 Slots, so wie das bei Celtis war, wo ich dir gesagt habe, der Server kostet auch so viel, der war ja auch bei 80 Euro oder 90 Euro für ein Jahr. Mhm. Aber da, was ihr, da konnte ich dann doch noch runterschrauben, aber mit der Gefahr, dass der Server abstürzen kann. Ja. Aber das kann ich nicht einmal bei Valheim. Da steht fest, er startet das nur mit 10 Slots, also startet dieses Spiel gar nicht. Okay. Ah, da hätten wir uns das vielleicht besser erkunden müssen. Wie gesagt, wenn es eh nichts dann für uns ist, dann. Aber sagen wir, das hat ja auch nicht so viel Kosten, aber kostet auch nur 60 Euro im Jahr, glaube ich, haben wir für den Zahl. Ja. Gut, Seven Days, lass mal ja weiterrennen, haben wir gesagt. Nein. Haben wir nur gesagt, wenn der Spielstand zum Unterladen geht. Achso. Hast du das schon geschaut? Ja, es geht nicht.
Du kannst es schon runterladen, aber du kannst dann keine neuesten Updates mehr spielen. Das heißt quasi, das Update, was jetzt das letzte war, das bleibt das letzte für immer dann auf dem Spielstand. Ah, okay. Das heißt, dann müssen wir nochmal neu anfangen. Ja. Ich schau gerade, was ich für Server schon gehabt habe. Ist der eh schon Stammkunde? Ja, wirklich. Ich habe auch schon gute Dings. Ark hat sich auch, aber Ark hat das auch jetzt mit den 10 Slots mittlerweile schon. Das ist auch, ah, okay. Ist auch 117 Euro, bis er damit ist. Steppert. Ich glaube mal, das ist auch schon mit dieser Grundgröße. Was auch immer. Eben, weil die Server mehr belastet werden bei solchen Spielen. Okay, dann hat sich meine Frage erübrigt. Was denn? Weil das hätte ich mal spielen wollen, wenn ich mal einen neuen PC habe. Na gut, das kann man ja auch mal spielen. Das ist wirklich ein cooles Spiel. Weil so mit Dinosaurier und so, das also Ark ist sicher auch eines der tiefsten Survival-Spiele vom Content her. Du, aber wenn es nach dem geht, Astrona kostet auch 100 Euro auf ein Jahr gesehen. Astronier, Alter, bist du deppert? Mhm. Krasser Shit. Ist auch bei 239, glaube ich, gewesen. Ich glaube, die teuersten Server sind so Battlefield und so, die waren bei 3 Euro irgendwas aufwärts. Die billigsten sind immer 1,19, so wie Minecraft. Irgendwas habe ich auch geschaut. Gut, ich sag mal, über kurz oder lang, alle Server gehen dann eh nicht, dass man betreibt. Eh nicht. Ja, wenn, musst du eh am Server dann immer wechseln. Zum WS quasi. Jetzt nehme ich ja dann auch den 7-Day-Server für Valheim. Damit das schon mal gut geschrieben, dann ist die Summe nicht zu hoch, aber... Gespannt, mein Holz wird eng. Echt? Ja. Das finde ich glaubt. Alter. Das glitscht. Das musst du noch bauen? Ja. Na gut, das sieht ja easy aus. Okay, jetzt hängt das Fahrzeug irgendwie. Bei mir glitscht das nämlich. Ja, ich sehe es. Was am besten da raus, was geht. Da hängt irgendwie in der Wand so. Ja. Ich habe da nicht einmal noch die Kästen gebaut, die brauchen ja auch viel Holz. Ja cool, aber es geht sicher easy aus trotzdem. Ich hoffe, da damit.
Darum wollte ich im drinnen platzieren, dass man nicht so weit gehen muss. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert, wie gesagt. Nee. Warte mal, habe ich da hier eine Tür gebaut? Nee, Blödsinn, da baue ich ja keine Tür. Beim Schweinestall habe ich eine Tür rübergebaut zum Hühnerstall, falls man rüber muss. So, was hast du? Oder? Jetzt haben wir uns einbaut. Da ist noch offen. Schau, wie easy das ist. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Da liegt noch immer ein Holz. Also. Kannst, da, ich glaube, wir könnten noch so ein Haus bauen. Gut, ich tue ja da überall Schränke reingeben auch. Und die Holztischeln. Da könnte ich ehrlich da eine Wand noch machen und an der Wand die Tische aufstellen. Das überlasse ich dir. So, das ist blöd. Warte mal, ich tue mir das Holz da lagern. Ich habe nur einen Eingang gemacht, aber ich glaube, den habe ich so konzipiert, dass man da nicht mit einem Anhänger ums Eck kommt. Mal schauen. Ich muss halt durch den ganzen Stall fahren. Nein, klar. Das schau mal. Das ist. Nein, das wird sich nicht aufstellen. Also nicht mit den langen Anhängern wahrscheinlich. Na, mit dem langen kommst du sowieso nicht ran. Das geht nur sofort, kommst du durch dort nicht. Notfalls zieht man noch eine Wand ein. Also da baut man eine Tür nach außen. Schön, schön, das nächste Mal wird das da finalisiert. Schon zu spät? Ja, wirklich. Doch. Tja. Wie die Zeit vergeht. Das stimmt. Schon da aber auch zu schnell vergehen. Stimmt. Nee, heute war urviel los bei uns zum Mittag. Weil wir auch nur zu dritt waren. Aha. Und. Also Mittagsschlaf beginnt um 11 und es war wirklich von 11 an. Dann schaue ich so irgendwann auf die Uhr, weil ich mir denke, okay, jetzt muss eh schon fast 2 sein und es war erst 12:30 und ich denke so, oder? Ist so ernst? Schützt du den Trottel, Alter? Soll das? Soll das, Alter? Fickig. Gut, FIFA geht dann eh erst wieder ab Samstag. So wie ich, also heute hätte ich keinen FIFA spielen können. Gut, es geht erst ab Samstag wieder.
Nee, zwei, gut. Ja. Sonst, aber deswegen habe ich es auch gemacht. Weil ich gewusst habe eben, dass wir eben morgen und übermorgen nicht spielen werden. Und heute werden Range da kommen. Aber ich habe gedacht, weißt du, was weg ist, ist weg und ich ziehe es wirklich nicht doppelt. Und was ich halt jetzt, was ich schon weg gerade habe, muss ich mal halt nachkaufen, notfalls. Ja, wenn du das Geld so hast. Ist so. Aber ich habe gedacht, bevor ich wirklich doppelt so viel habe, weil ich habe nach Sidan dann eigentlich sonst auch diese Icon eben. Und so ist das war's eigentlich. Weil sie dann fehlen mir nur mein 86er Team und dann 89er Team. Mhm. Sonst bin ich's. Das klingt ehrlich auch übermächtig. Ich hoffe, ist auch eine mächtige Karte. Ich hoffe, das ist halt so eine Endgame-Karte, die kann ich bis zum Schluss dann spielen. Ja. Aber ich muss mir die wirklich anschreiben, glaube ich. Warte, ich habe ich hab schon mal. Ja. Muss bald den Bullen da weggeben. Ist er zu fleißig? Ja, weißt du, ich möchte das in Grenzen halten mit den Milchkühen. Ich möchte jetzt nicht, dass ich da auch noch abschlachten muss. Ich möchte so, weiß ich mal, 10, 15 Milchkühe haben. Vielleicht 10. Mhm. Und das war's. Und die anderen sind eh die Fleischkühe. Die können sich vermehren, so wie sie wollen. Weil das Coole ist, eine Kuh gibt mit einem Eimer, wenn du merkst, 7 Milch. Und das Coole ist. Und eine Fleischmilch gibt auch 7 Milch. Aber an der Melkmaschine gibt eine Kuhmilch gleich 14 Milch. Okay. Das kann man quasi mit einer Melken zwei Käse machen. Ja, das läuft auch schön an. Jetzt habe ich wieder 9 Käse in Produktion. Licht muss ich irgendwann da drin bauen. Ja, das muss ich auch noch. So, da hast du Haken gemacht, ich sag's dir. Mit was? Das ist ja. Das ist sicher schon in Zucht. Die Kästen kann man auch nicht wirklich schön platzieren. Das sind schon viele schwanger wieder, bist du der? Okay. Schwanger, 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 tot. Okay, das ist eine Tote. Schwanger. Gerade geworfen. Schwanger, schwanger. Also ungelogen, ich glaube, das sind 60 Schweine. Steppert. Ich glaube, da muss man dann einmal helfen. Wenn faschieren. Bist du das? Steppert. Also es sind 65. Umgeworfen. Na gut. Dann machen wir Schluss für heute. Warte, warte. Ich setze die Wand dann noch geschwind fertig. Ja. Die Kästen. Ich stelle schon beim Zelt.
Oder ich schaue mir das noch kurz an bei dir, dann gehe ich zum Zelt. Obwohl, ich gehe nicht zum Zelt, wenn mein Haus, oder? Sorry, also ich gehe ins Haus. Dann. Oder? Ich habe mich verlaufen. So. Ja, dann können viele Kästen rein. Aber dann nur noch die Kohle fürs Metall. Aber die ersten Kästen kann man ja dann von drüben das Metall nehmen. Ja gut, da liegt ja auch noch ein Metall bisschen was. Das kann man auch noch nehmen. So, ich war in dem Haus noch erst einmal drinnen. Ich bin einmal kurz durchgelaufen. Ja, ich auch. Da gibt es Videospiele sogar. Sehr cool. So, eindeutig mein Zimmer. So. Ich Trottel. Was denn? Ich habe jetzt alles in die Kästen rein investiert. Und an Holz. Und dann habe ich jetzt vergessen, dass ich noch Holz für die Tische brauche. Na gut, wir haben eh noch genug Holz. Haben wir noch? Es liegt ja noch viel dort, wenn wir nicht alles mitnehmen. Na, gemacht haben wir es noch nicht, oder? Was gemacht? Ach so, beim Händler oder was? Händler haben wir ja noch so viel liegen. Ach so. Da habe ich gesagt, das muss ich easy ausgehen. Das kann man nicht vorstellen. Okay, das wusste ich nicht mehr. Ja, das liegt noch viel. Dann sind hier noch 60 solche Blöcke. Okay, I-Beams. I-Beams auch. Das heißt, da kann man aber nicht drinnen sagen, jetzt ist der Schlafplatz. Sondern oh, ich hab's geschafft. Ich schalte schon mein Zimmer, da komm her. Ich weiß halt nicht, wo der Lichtschalter ist, den habe ich nicht gefunden. Hallo? Arbeit. Wo ist er oben? Schau, das rechts dein Zimmer, ganz klar. Das mein Zimmer. Das ist dein Zimmer? Okay. Das mein Zimmer. So, mein Tagebuch. Schau, gute Nacht. Die Tür von außen zu machen, bitte. Und schau, liegt schon drinnen. Ah ja. Na leiwand. Na leiwand. Season. Das kann ich nicht. Aber was denn? Kein Doppelbett vergönnt er mir. So, nächstes Mal geht's frisch in den neuen Tag. Jawohl. Bis dahin, macht's es gut. Bis dann. Ciao und Baba.